Wer von euch ist schon mal belogen oder betrogen worden? Oder hat selbst belogen oder betrogen? Statistisch gesehen lügen wir durchschnittlich 200 Mal pro Tag. Männer mehr als Frauen. Doch was passiert, wenn Lügen gravierende Folgen haben, Arbeitsverhältnisse, Partnerschaften oder Ehen zerstören? 37 unserer 50 Teilnehmer haben Erfahrungen damit gemacht. Dabei sind Tätowierte, Anzugträger, Sportler und medizinisches Personal, wie Katharina. Die 21-Jährige ist Krankenschwester und lebt in Berlin. Ich wurde in meiner ersten Beziehung recht regelmäßig betrogen, belogen und er hat sich gern an andere Mädchen rangemacht. Er hat sowas immer wieder durchgezogen, so als wäre ich so dumm und würde das nicht mitbekommen. So total offensichtliche Sachen, und betrogen zu werden ist so das abartigste Gefühl, was ich mitkenne. Angefangen hat alles vor 7 Jahren. 2015 lernt Katharina ihren ersten Freund kennen. Sie war damals 14, er 18 Jahre. Wir sind damals zu der Zeit auf die gleiche Schule gegangen. Er war recht groß, hatte hellbraune Haare. Ich war zu der Zeit wirklich sehr verliebt und wir haben auch einfach alles zusammen gemacht. Fast ein ganzes Jahr bis zu meinem 15. Geburtstag. Happy Birthday to you! In einem ruhigen Moment hat meine beste Freundin mir dann gestanden: Dein Freund und ich, wir haben was miteinander. Als ich das gehört habe, ist in mir einfach alles zusammengebrochen. Ich war in dem Moment einfach geschockt und total fertig mit der Welt und mir ging es wahnsinnig schlecht. Im Endeffekt habe ich ihm dann tatsächlich doch verziehen. Er hatte sich entschuldigt und meine Hoffnung war daraufhin einfach, dass es dabei bleibt und dass es nicht wieder vorkommt. Doch es kam anders. Katharinas Freund betrügt sie über 2,5 Jahre mit unzähligen Frauen. Das erfährt Katharina von Freundinnen, die ihn auf Datingplattformen sehen. In diesen 2,5 Jahren habe ich durch das alles einfach immer wieder so sehr gelitten. Und das war über diese Zeit wirklich die Hölle für mich. Doch man wird eben auch älter und reifer und begreift so langsam, was da passiert. Und nach 2,5 Jahren habe ich dann irgendwann endgültig den Entschluss gefasst, das auch zu beenden. Und so war es dann auch. Zu Silvester 2017 habe ich ihm dann gesagt, dass ich ihm einfach nicht mehr vertrauen kann. Und deshalb habe ich die Beziehung dann tatsächlich beendet. Ich habe mich danach einfach freier gefühlt und habe einfach versucht, irgendwie von vorne anzufangen und mein Leben neu zu gestalten. Das tut Katharina. Sie nimmt ihr Leben in die Hand. Heute ist die 21-Jährige wieder in einer Beziehung. Mit ihrer Ex-Beziehung schließt sie endgültig ab. Aus dieser Beziehung habe ich einfach mitgenommen, dass ich in erster Linie an mich denken muss. Letztendlich wächst man einfach daran. Auf jeden Fall bin ich dadurch stärker geworden und es macht mir Mut, wenn ich daran denke, dass ich das überstanden habe. Die auf den ersten Blick zierliche und schüchterne Krankenpflegerin verblüfft mit ihrer Ehrlichkeit viele der 50 Teilnehmer. Von der Pflegerin bin ich sehr überrascht, dass sie das sehr viele Jahre mitgemacht hat und das alles eingesteckt hat. Und dass sie es mit mehreren Millionen Menschen und Zuschauern teilt. Ich finde es einerseits extrem mutig und stark, wirklich auf der Bühne so die eigene Schwäche zu zeigen. Ich glaube, dass das eine Geschichte ist, die ganz, ganz vielen anderen auch Mut machen wird. Doch nicht alle Kandidaten teilen diese Meinung, wie Elise aus der Box Musiker und Michelle aus der Gruppe Handwerker. Ich bin auch der Meinung so ein bisschen, dass Menschen auch vielleicht gar nicht so für die Monogamie geschaffen sind. Also man muss sich halt gemeinsam einigen auf ein Modell. Das ist, glaube ich, wenn du halt offener damit umgehst, ich gehe damit auch offen um, dann musst du einfach gemeinsam in einer Beziehung halt, ne, dieselben Grundlagen halt irgendwie festlegen und dann ist auch kein Betrügen. In der Wir sind eins Box polarisiert dieses Thema. Doch wie denkt Deutschland darüber? Das sollte man einfach lassen, das geht nicht. Sollte einfach nicht vorkommen, vor allem nicht in einer gesunden Beziehung. Hat was auch mit Respekt zu tun. Also ich finde, ab Knutschen ist es Fremdgehen auf jeden Fall. Das würde ich nicht tolerieren. An sich könnte ich mir vorstellen, eine offene Beziehung zu gehen. Es sollte auch auf jeden Fall toleriert werden.